Es gibt rote Bewehrung, es gibt grüne Bewehrung, es gibt lila Bewehrung und wenn es ganz hart auf hart kommt, gibt es sogar blaue Bewehrung. Was ich damit meine, seht ihr in diesem Video. Servus, grüßt euch. Heute geht es ein bisschen wieder um den Ingenieurbau, um Bewehrung und wie wir das Ganze uns farbig gestalten können. Dazu öffne ich jetzt ein komplett frisch neues Projekt. Ohne Projektvorlage, einfach nur für YouTube. Während ich das Ganze eingebe, abonniert ihr schnell den Kanal und aktiviert die Glocke und liked das Video, falls es euch gefällt. Ihr könnt ja den Like wieder zurücknehmen, falls es euch nicht gefällt. Machen wir es mal so rum. Ja, ansonsten habt ihr 7 Jahre schlechtes BIM, das wisst ihr, wenn ihr meinen Kanal kostenfrei konsumiert und keinen Like zurückgibt. Das ist echt schade. So, ich stelle jetzt einfach mal die Bewehrung auf 2D-Planung ein, weil es dafür egal ist. Holen wir jetzt eine Stabform und erstelle diese gerades Eisen. Wo ist mein Eigenschaftsfenster? Ach so, ist ja klar. Wenn ich hier starte, dann ist es ja weg. Also nochmal Escapen, Eigenschaftsfenster. Wir holen uns den Layer. Ingenieurbau, Rundstahl allgemein. Wir erzeugen hier ein Eisen. Machen wir 3 Meter lang. Escapen. Beschäftigt man nicht. Nein, verlegen wir nicht. So sind wir. Wir kopieren das Ganze. 0,5 Meter. Ich hätte es 5 Mal kopieren sollen. Peter. Also wurscht. So. Neue Position übergeben. Position 2. 3, 4, 5, 6. Ich habe Doppellinie aktiv. Jetzt haben wir hier verschiedene von denen und jetzt wollen wir noch die Layer verändern. Wo ist denn das Formateigenschaft Zeugsel? Alles hier. Formateigenschaften. Haben wir schon uns die Pipette Rundstahl allgemein. Wunderbar. Die drei Haken sind drin. Wunderschön. Wir nehmen noch untere Lage. Du. Wir gestalten uns noch die untere Lage, Zulage. So sind wir schnell einfach, deswegen übernehme ich das mit der Pipette. Kurze Pause, Anruf von der Frau. Frau ist wieder beruhigt. Jetzt wollte ich bloß wissen, wo ich bin. Es ist ja schließlich schon. Was? Sieht man jetzt nicht, oder? Kann ich das Bild verschieben? Ich könnte das verschieben hier. Seht ihr die Uhrzeit? Es ist kurz vor 7. Ja, ich habe heute eine Schulung gehabt und da war ich in Regensburg. Individualschulung mache ich sehr selten, weil ich einfach mit den Subparts zu beschäftigt bin. Und das mache ich nur für spezielle Kunden. Groß geht raus an Fischer Team Plan. Hey, wenn ich es jetzt wieder falsch gesagt habe, ich habe oft heute, glaube ich, Team Fischer Plan. So bin ich eben. Gut, jetzt haben wir. Also wirklich, also Individualschulungen mache ich nicht so oft. Nicht, weil ich es nicht kann, sondern weil ich die Zeit nicht aufbringen kann für jeden. Ist es leider so. Aber ihr seht jetzt hier verschiedene Layer vom Rundstahl. Wunderbar. Und ich zeige euch jetzt, wie wir hier unsere Bewährungszeichnung erstellen können. Aber auch eine Konstruktionsbewährungszeichnung. Doppelrechtsklick in ein freies Feld, Formatdefinition und wir haben hier die Zuweisung, zum Beispiel Rundstahl allgemein hat halt immer schwarz, Rundstahl unten ist immer das und so weiter und so fort. Das brechen wir jetzt auf. Wir gehen auf Linienstile, Flächenstile, Zeichnungstypen zuweisen. Wir wechseln auf die Volllinie schmal, machen neu, verwalten. Volllinie schmal kopieren. Wir nennen das Ganze jetzt zum Beispiel Rundstahl Alg. Schnell. Wir können auch Bewehrung, weil wir könnten es auch für Matten nutzen. Ne? Machen wir Bewehrung Alg, Ingenieurbau oder wir geben hier ein Subgrade. Support and Upgrade. Bev Alg. Okay. Dann kopieren wir das Ganze nochmal. Volllinie. Wo ist denn hier? Diese kopieren wir nochmal und nennen das Ganze Bewährung unten. Bewähren diese
Machen wir noch unten Zulagen. Kopieren das wieder. Oben. Kopieren. Zulagen. Was haben wir noch gehabt? Anschluss. Kann ich auch hier kopieren. Anschluss. Okay. Wir bestätigen einmal mit OK. Können jetzt hier reingehen. Machen wir Bewährung allgemein. Und Rechtsklick auf Bewährungszeichnung. Kopieren das Ganze. Zeichnungstyp kopieren. Bewährungszeichnung. Konstruktion. Was hat das für einen Vorteil? Wir machen jetzt das Ganze farbig. Aber das ist nur für die Konstruktion, das ist am Schluss nicht für den Bewährungsplan selber. Damit wir die unteren Lagen und oberen Lagen sehen, haben wir dann alles eingebaut. Ich mache jetzt einfach so, dass die untere Lage, nein, allgemein machen wir in der Farbe blau. Ich nehme die für die 117. Dann untere Lage mache ich in einem schönen Grün. Ja, machen wir gleich die 4. Zulage unten machen wir in einen dunkelgrün. Die Bewährung oben machen wir blau. Bewährung obere Lage Zulagen macht man. Achso, jetzt haben wir allgemein auch blau. Grün machen wir rot. Machen wir rosa, okay. Wir machen hier 88 hier und bei der oben machen wir Numlock-Tasten. Wir machen es hell, machen wir 95. Anschlussbewährung orange. Dann okay. Anwenden. Jetzt weisen wir das Ganze noch zu. Rundstrahl allgemein braucht diesen Linienstil. Der ist hier bei Subgrade drin. Allgemein. Wunderbar. Ihr seht, hier wurde es sofort verändert. Ihr braucht natürlich Administrationsrechte, dass ihr das ändern dürft. Schaut aber dabei, dass alles auf in den Projekteinstellungen alles auf projektbezogen steht, nicht dass ihr im Bürostandard jetzt da voll verhuhakelt. Wobei im Endeffekt verbessert sie euren Bürostandard bloß. Genau, anwenden, okay. Und jetzt müssen wir das Ganze einmal bitte switchen auf Bewährungszeichen und Konstruktion. Und jetzt seht ihr, haben wir das Ganze farblich unterschieden und wir können jedes Mal nachvollziehen, ob die untere Lage komplett ist, obere Lage komplett und so weiter und so fort. Echt geniales Ding. Ach, ich habe es bloß in 2D gemacht. Egal. Und wenn man es dann auf dem Bewährungsplan schwarz-weiß ausgeben will, kann man das Ganze so zurücksetzen. Jetzt gibt es einen Daumen nach oben, denn so spät nach Feierabend noch ein Video zu machen für eure, ach komm, macht's einfach. Endgrad kommt. Ciao, servus, euer Peter. Servus, jetzt musst du liken, um dieses Video zu verbreiten. Altplan und BIM kriegen wir gemeinsam hin. Servus, ein Klick für dich, ein Ritterschlag für mich. Auch abonnieren und die Glocke aktivieren.